Harmony International Choir. Auf dem Programm der jungen Musiker stehen Chorgesänge aus 5 Jahrhunderten. Unter der Leitung des Schweden Fred Schöberg verschmelzen 5 verschiedene Chöre zu einem einzigen. Sie kommen aus Lettland, den Philippinen, Spanien, China und Deutschland. Ich helfe euch, ich gehe dann mit der Hand runter. Ich will an der Stelle einen vollen Klang haben. 8 bis 10 Stunden Proben am Tag und trotzdem, die Nervosität auf den großen Auftritt ist immer da. Endlich ein bisschen ausspannen. Es geht zum gemeinsamen Essen in die Schulkantine und es gibt deutsche Küche. Und, wie schmeckt es? Wunderbar! Maja, Erika, Raphael und Bernardo, sie sind alle Profis. Und sie nutzen jede freie Minute, um über Musik zu sprechen. Wenn wir auf den Philippinen ein Stück einstudieren, schauen wir uns an, aus welchem kulturellen Kontext es kommt. Aber das ist wirklich schwierig, wenn du es nie live gehört hast. Und hier? Portugiesische Musik, traditionelle Volkslieder aus Lettland. Es ist der Wahnsinn. Die Welt ist groß und es gibt noch so viel zu lernen. Jeder Chor hat seine eigene Stimmfarbe, seinen eigenen Charakter. Das lässt sich nur schwer mischen. Am Anfang fiel jeder raus. Du hörtest hier einen Sopran, eine Altstimme, einen Bariton. Nichts passte zusammen. Inzwischen funktioniert es wirklich gut, finde ich. Wir haben vorher noch nie solche Musik gespielt. Wir wachsen daran, musikalisch und kulturell. Wir lernen andere Kulturen kennen. Ich glaube, dieses Festival wird uns noch lange begleiten. Ob Planung, Technik oder Organisation, ohne das Team um die Intendantin Sissi Tammer geht hier nichts. Über 400 Stipendiaten müssen betreut und die rund 90 Konzerte geplant werden. Seit über 20 Jahren sorgt sie für die Völkerverständigung unter den jungen Künstlern. Schauen Sie, was ist denn das Anstrengende? Nicht ein höflicher, netter Chinese, ein angenehmer Grieche, mit dem wir arbeiten können. Ja? Das Anstrengende ist, dass sie eine andere Vorstellung vom Umgang mit der Zeit haben, dass sie andere Nahrung brauchen, dass sie Informationen anders brauchen. Aber das müssen wir alle lernen in unserer globalisierten Welt. Das Festival finanziert sich zu rund 70% aus eigenen Einnahmen. Am sogenannten Bayreuther Abend ist die ganze Stadt eingeladen. Alle Bürger haben jetzt die Gelegenheit, das Können ihrer jungen internationalen Gäste zu genießen. Eine letzte Probe für den lettischen Chor im Innenhof. Auch der portugiesische Fado-Chor feilt noch an seinem Auftritt. Nun, wir werden viel traditionelle portugiesische Musik, also Fado, spielen, aber eben auf unsere Weise. Große Gefühle aus Portugal. Sanfte Klänge aus Turkmenistan. Sogar in den Waschräumen wird musikalisch experimentiert. Dann der Höhepunkt, der Harmony International Choir. Wie sagte Richard Wagner, das älteste, echteste und schönste Organ der Musik ist die menschliche Stimme.